So, heute haben wir mal was ganz was anderes zu reviewen. Und ja, das ist kein Energy Drink, wie man glaube ich schon gesehen hat. Es ist ja getrocknetes Fleisch halt. Original Taste, da gab's noch Barbecue und was weiß ich nicht noch alles. Das Teil hat 62,5 Kilokalorien. Hier steht oben hier. Ist von der Marke Jack Links. Die hat Copyright. Ich weiß nicht, was das ist. Fleisch-Snacks steht hier. Und ja, wahrscheinlich sehen diese Fleischstückchen dann noch ungefähr so aus. Snackpack. Also die Packung hat 25 Gramm. Und ja, das ist halt hier der erste Schritt und dann der zweite, wie es getrocknet wird und so. Dann was steht hier? Rindfleischzucker, getrocknetes Sojasauce, Sojasalz, Weizensalz, getrockneter was? Glukosesirup, Gewürzaromen, hydrolysiertes Mais. Was? Maisprotein. Wach, hab ich schon gar keine Lust mehr weiterzulesen. Weil sich das Ganze so lecker anhört. Steht hier unten noch. Na, nichts Besonderes. Den Rindfleischstreifen gewürzt und getrocknet. Nee, weiß, das soll saftig darum liegen. Naja, das stelle ich mir so ungefähr so wie Salami vor, irgendwie. Ja, aber. Das Ganze habe ich in der Metro gekauft. Ich glaube, es kommt irgendwas aus Amerika oder irgendwie so. Weil hier habe ich das noch nirgendwo zu kaufen gesehen. Also zum Kaufen. Ja, und der Preis war eigentlich auch ganz ordentlich gewürzt. 1,29 € für so eine kleine Packung. Das ist ja auch nicht gerade so wenig. Wenn nicht sogar noch mehr. Ich weiß nicht mehr ganz genau den Preis. Keine Ahnung, wie viel der Scheiß gekostet hat. Egal, ich mach's jetzt mal kurz auf und leg das Ganze weg. Ja, putzen. Und es ist öffnen. So. So, das Ganze riecht schon mal. Bah, das riecht wie Chili con Carne. Bah, ich hasse Chili con Carne. Ja, weil es damals so einen kleinen Vorfall gab mit Chili con Carne. Und zwar hatte ich da den Norovirus, ne? So, dann hier das Fleisch. Ein kleiner Streifen. Sehr rot. Naja, wie Fleisch halt aussieht. Und essen wir es mal. Und ja, es schmeckt wirklich sehr nach Chili con Carne. Ich mag das einfach nicht, Chili con Carne. Und ja, deshalb schmeckt es mir auch nicht so. Also es hat diesen bohnigen Geschmack. Obwohl es schmeckt eigentlich mal gar nicht so schlecht. Nehmen wir mal gleich noch ein Stückchen. Ja, aber das Ganze so schmeckt gar nicht mal so schlecht. Ja, sehr nach Chili con Carne. Aber naja, es schmeckt ganz in Ordnung. Es war mein Special, nein, Special. Es war mein Fleisch-Review. Ich kann es euch weiterempfehlen. Es gibt so eine 7 ungefähr von 10 Punkten da. Okay, danke fürs Schauen.